Sonne und Temperaturen von über 20 Grad Celsius luden am Donnerstag in weiten Teilen Deutschlands zum Verweilen im Freien ein. In Berlin planschten die einen im Springbrunnen, die anderen nutzten die Gelegenheit zum Lesen. Bücher, Sonnenschirme und Sitzgelegenheiten hatte die Aktion Stadtlesen zur Verfügung gestellt. Das Wetter ist heute natürlich wunderschön, das ist perfektes Lesewetter. Es ist noch nicht zu warm, wir haben Sonnenschirme hier, die Leute können sich auch im Schatten gemütlich hinsetzen. Es hat zum Glück noch keine 35 Grad, wie es dann wahrscheinlich wieder im August sein wird. Dementsprechend ist heute auch relativ viel los und es ist perfektes Lesewetter. Das sommerliche Zwischenspiel wird leider in den nächsten Tagen erst einmal zu Ende gehen. Die Meteorologen haben für die nächsten Tage Regen und Abkühlung vorhergesagt.